Herzlich willkommen in Helsinki. Wir sind auf dem Rastila Campingplatz. Eigentlich wollten wir heute vorher noch ein bisschen abseits von Helsinki und frei stehen und in der Natur stehen und im Wald stehen. Aber wir sind überall die kleinen Wegchen, die kleinen Kieselscheren. Wegchen mit unserem 2,35 Meter breiten Fahrzeug und 10 Meter langen 5 Tonner nicht reingekommen. Und da haben wir gesagt, okay, bevor wir uns jetzt heute noch am letzten Tag was kaputt fahren, gehen wir in Helsinki direkt neben dem Fährhafen auf den Campingplatz. Und jetzt zeige ich euch hier ein bisschen was vom Campingplatz. €40 zahlen wir für eine Nacht. Direkt hier hinterm Eingang gibt es einen Spielplatz und wir stehen direkt hier in Reihe D auf dem zweiten Platz, sieht man ja unser Fahrzeug da stehen. Gibt da ganz viele Reihen rein, steht man einigermaßen gerade, Stromsäule an jedem Platz, gibt insgesamt auf dem Campingplatz 3 größere Sanitärhäuschen und einen Strandzugang. Und wie ist der Spielplatz? Gut. Gefällt dir am besten auf dem Campingplatz? Der Spielplatz. Ach, guck mal, hier gibt es das beste Eis der Stadt. Pyramideneis. Rein kommt man in die Sanitärräume und Duschen, Toilette, Spülraum, Chemietoilettenentleerungsraum mit so einer Karte. Einmal drüber ziehen und die Tür geht auf. Alles vorhanden hier vorne in den ersten Sanitäranlagen. Und hier draußen hat man auch noch die Möglichkeit zum Spülen, nicht nur in dem Raum hier drin. Und kann ja auch kochen. An jeder Stelle gibt es hier so 2 Herdplatten. Ja, es gibt in die schöne Richtung so 5 lange Reihen an den Bäumen zum Stehen, abgetrennt mit einer Hecke A, B, C, D und E. Und etwas abseits hier hinten gibt es noch irgendwie eine Reihe S. Ja, warum, wieso, sind auch nicht anders als die bei uns. Hat hier halt so ein bisschen mehr Helsinki-Wohnviertel-Charme. Kann man halt direkt auf die Häuser schauen oder wird angeschaut von den Häusern. Obwohl es ein Stadtcampingplatz ist, mangelt es hier auf keinen Fall an Fläche und grüner Wiese. Da ganz hinten ist auch nochmal, ich zeige es gleich nochmal, der Platz für, also der eigentliche Platz für die Zelte. Hier ist so Eis, Cafeteria und Restaurant. Und den Weg, den man hier ankommen sieht, das ist der Weg zum kleinen Sandstrand. Und dann kann man hier sogar noch ein bisschen am Wasser liegen direkt. Sehr schön. Dafür, dass es mitten in der Stadt ist, ist es sehr schön gelegen. Ja, der einzige Nachteil ist ein bisschen vielleicht, dass hier direkt die Bahnschiene langläuft. Aber tja, für einen Stadtcampingplatz geht es halt nicht anders. Dafür ist der Blick mit dem Steg und das Wasser sieht echt sauber aus. Ist hier richtig schön. Also, das passt, wenn man halt mit der Bahnlinie zurechtkommt. Und überall zwischendrin hat es hier so kleine Frischwasserstellen. Da kommt ordentlich Wasser raus, wie ich es ja schon mal hatte, wie aus den ganzen Duschen hier in Finnland. Die haben einen ordentlichen Wasserstrahl. Alles einstellbar. Gestern sogar mit Wasserfalldusche und Handbrause. Und natürlich kalt-warm. Jede Dusche bisher kalt-warm einstellbar. Also, das funktioniert hier. Stronger than ever.
Beim zweiten Sanitärhaus braucht man, wo habe ich sie übrigens, keine Karte. Da gibt es nämlich gar keine Tür. Da kann man also direkt hinein. Sieht aber genauso gut aus. Also alles sehr gepflegt. Naja, alles schön sauber und relativ modern. Was mir auf dem Platz wirklich gut gefällt, ist die Art der Häuschen und Hütten, die es hier zum Mieten gibt. So richtig schöne Blockhütten. Das gefällt mir. Ganz oben, blende ich nochmal ein Foto ein, gibt es auch richtig große Häuser zu mieten. Aber diese Blockhütten hier unten in der Ecke, so gegenüber, wutz, einmal gedreht. Hier fängt der Zeltplatz an, geht hier komplett da hinten entlang. Das finde ich richtig schön. Also die sind echt super von der Optik her. Wir verabschieden uns vom Campingplatz hier aus Helsinki. Das war's soweit aus Finnland. Wir machen uns in einer Stunde auf den Weg zur Fähre und sind fleißig am Packen an Taschen und Rucksäcken und Verpflegung, damit wir auf der Fähre, weil da müssen wir alles im Wohnmobil lassen, damit auf der Fähre alles reibungslos dann funktioniert, damit wir gut einchecken und gut unsere Kabine finden und mit 3 Kindern und Hund alles gut vorbereitet ist. In dem Sinne, von der Fähre filme ich ja noch mal was, aber aus Finnland verabschiede ich mich soweit, beziehungsweise wir, aber da drinnen ist so alles am Rumräumen, dass ich mal kurz mich hier nach draußen verdrückt habe und das Wetter heult auch, dass wir gehen, also das passt soweit. Macht's gut. Auf unserem Kanal, feel free on tour. Bis zum nächsten Video.